dann kommt mein zweiter Film und der läutet dann das in Teilen durchaus bemerkenswerte Spätwerk von Woody Allen ein. Das ist Matchpoint. Das ist ein besonderer Film, der irgendwie ganz anders war als alles, was wir von Woody Allen bis dahin gesehen haben. Gucken wir mal. Wir dürfen das nicht tun. Ich weiß. Das kannst du gar nicht führen. Denn machen? Hör auf, mit mir Spielchen zu spielen. Ich spiele keine Spielchen mit dir. Wieso sagst du es ihr dann nicht gleich, hä? Ich dachte, du wolltest die ganze Heuchelei aufgeben. Nola, so leicht ist das nicht. Wieso nicht? Wenn du dich doch so langweilst mit ihr zu Hause und du so verrückt nach mir bist, wie du mir ja pausenlos erzählst. Ich will den anderen nicht ihren Urlaub verderben, klar? Das ist ein unglaublicher Schock. Und es wird auf alle gewaltige Auswirkungen haben. Wie kannst du in Urlaub fahren mit einer Frau, von der du weißt, dass du sie verlassen wirst, sobald ihr zurück seid? Willst du wissen, was ich fühle, hä? Ich bin eifersüchtig, okay? Ich finde es schrecklich, dass du mit ihr schläfst. Ich finde es schrecklich, dass du mit ihr Inselhopping machst. Das ist romantisch. Hey, schrei nicht so. Du weißt, dass ich mit ihr schlafe. Und du weißt, dass es nichts als Routine ist. Herrgott, kannst du nicht ein paar Wochen warten? Doch. Der Ex-Tennisprofi Chris, gespielt von Jonathan Rhys Meyers, macht bei seiner Arbeit die Bekanntschaft des reichen Peter und dadurch erhält er Zutritt zu dessen wohlhabender und einflussreicher Familie. Peters Schwester wirft ein Auge auf ihn und das ist für ihn tatsächlich die Eintrittstür in eine neue Welt. Und das neue Leben im Wohlstand könnte so schön sein, wäre da nicht Nola wiederum die Freundin von Peter. Und Chris ist von dieser Amerikanerin von Anfang an besessen, beginnt eine Affäre mit ihr. Und das schließlich wird irgendwann seinen neuen Stand und seinen neuen Wohlstand und sein Leben sehr gefährden. Er muss Nola aus dem Weg räumen. Woody Allen hat New York verlassen und dreht in London. Und er dreht wieder einen Film, den man durchaus auch als Hommage an Hitchcock verstehen könnte, diesmal aber nicht in lustig, sondern ernsthaft und, wie ich finde, von einer durchgehenden Spannung, ein wirklicher Thriller, den man von ihm so nicht erwartet hat und der mich damals dann auch total überrascht hat, dass er sowas auch mal macht und auch kann. Und Matchpoint ist für mich wirklich ein klasse Film, der unheimlich clever konstruiert ist vom Drehbuch her und auch wiederum bitterböse, wie es ja oft bei Woody Allen übrigens ist, dass ja, die Bösen teilweise eben auch mit ihren Taten manchmal in gewisser Hinsicht auch Erfolg haben. Und deswegen man das Ende auch nicht immer vorhersehen kann. Das Ende finde ich in diesem Film nämlich genial. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, Matchpoint, vielleicht das ein Film, den alle mögen. Ja. 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 Also ich habe ihn durch dich kennengelernt, jetzt den Film. Ja. Und den hätte ich mir auch ausgesucht, wenn der jetzt nicht vergeben gewesen wäre. Den hätte ich mir heute ausgesucht, Matchpoint. Also wenn ich den Film sehen würde und müsste den Regisseur raten, würde ich nie im Leben ja, Woody Allen. Das ist ein guter Punkt. Das ist überhaupt kein Woody Allen. Weil da kommt man wirklich nicht drauf. Der untypischste Film von Woody Allen. Er hat ja einen bestimmten Stil. Ja. Ja? Und einen bestimmten Humor oder bestimmte Art, auch seine Filme mit bestimmten Elementen anzureichern. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Und dass das dann so gut gelingt auch noch so, das war wirklich eine Überraschung. Also ich wusste nach 30 Sekunden, dass es Woody Allen war, weil die weiße Schrift auf schwarz ja, war. Das hätte er nicht machen sollen. Also in diesem Film passt es so überhaupt nicht. Null. Stimmt, ja. Ansonsten ist das tatsächlich wahrscheinlich aus seinem Alterswerk der durchdachteste. Mhm. Also definitiv. Also ich kenne nicht alle von den neuesten. Ja. Ich habe mich irgendwann dann auch ausgeklinkt. Aber Matchpoint tatsächlich ist ein wirklich durchdachter, großartiger Film. Allein, dass die Hauptfigur am Anfang Schuld und Sühne liest. Du kannst dich jetzt übrigens runterlassen. Jawohl. fand ich, nein, also großartig, auch mit sein längster Film. Ja. Ich hatte vorhin gesagt 124 Minuten zu dir, du sagst das 110. 115. Hier steht 120. Ja, das wir sind ist, uns also, das ist, wir sind also ist nicht einig, also irgendwo bei 2 Stunden. Sein längster Film ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Die müsste ja ein bisschen kürzer sein, 119. Passt aber eigentlich auch nicht, ne? Dann passt es zu 124. Ja, gut. Habe ich doch recht behalten. Edge. Nein, tatsächlich ein großartiger Film. Das Wort Thriller muss man so ein bisschen
runterschaut. Es ist jetzt kein... Teilweise. Ja, also es ist als schon... Als es dann an die Tafel geht. Ja. Interessant finde ich, dass der ab 6 ist. Das finde ich ganz schön bizarr, weil ich habe 9-jährige Kinder und denke so, das würde ich mit denen nicht gucken. Nee. A, würden sie sich zu Tode langweilen, weil er ist schon ruhig erzählt. Klar, es ist halt, Woody Allen ist kein... Thriller-Regisseur im eigentlichen Sinne. Aber auch unmoralisch. Ja, und das würden die auch. Also die Freigabe ab 6 möchte ich mal anzweifeln. Da war ich auch erstaunt, dass der ab 6 Jahre. Aber das ist. Sogar ab 16 durchgehen. Wahrscheinlich, weil die FSK. Oh, Woody Allen. Ja, keine Ahnung. Auch, also, aber trotzdem. Ab 12, die gucken sich den ja auch an. Die können auch sehen, dass das kein 6 Das muss ich mal anzweifeln. Aber wie gesagt, also von den Alterswerken, die ich von ihnen kenne, mit Abstand der beste. Mhm. Und tatsächlich, wie gesagt, ein super durchdachtes Drehbuch. Top. Das Alterswerk, also sagen wir mal, es beginnt ja damit eine neue Phase, weil er hat ja, wie gesagt, New York verlassen und beginnt mit Matchpoint eine ganze Reihe Filme in Europa gedreht, in verschiedenen Städten, in großen Städten. Leider nicht in Deutschland, komischerweise. Nee, das bisher nicht. Und man hat das Gefühl, als wenn das wie befreit wirkte. Die letzten Filme waren alle davor ein bisschen lau und irgendwie fehlte der Biss und so. Es wirkt wirklich so, als hätte er einen neuen Antrieb gefunden. Und für mich natürlich auch, dass Scarlett Johansson hier nun eine der Hauptrollen spielt, hat dem Film auch nicht geschadet. Sie ist in dieser Rolle auch wirklich eigentlich sehr passend besetzt. Eigentlich sollte Kate Winslet die Rolle spielen. Aber die wurde schwanger. Ja, aber ich finde sie aber als verführerisches Gift finde ich sie hier tatsächlich. Ja, ich finde auch, dass die beiden, also das Knister zwischen den beiden richtig, ist super besetzt. Ja, ist es auch. Ein starker Film, also wirklich. Den hätte ich mir auch heute auch ausgewählt. Aber danke für den Tipp. Hatte ich vorher noch nie von gehört, von Matchpoint. Hätte ich mir wahrscheinlich auch so. Weil du den ja auch als Woody Allen-Film gar nicht so eingeschätzt hast. Nee, überhaupt nicht. Ich denke, er hat auch kaum einen Woody Allen-Film auf dem Zettel. Ja, eben. Das ist Er hat dann ja noch mit Scarlett. Woody Allen sucht sich dann ja nach der Diane Keaton und Mia Farrow-Zeit immer neue Musen. Meistens sehr junge Schauspielerinnen. Die er dann so für 2 Filme mindestens besetzt. Das hat er später auch mit Emma Stone zum Beispiel gemacht. Mit Scarlett Johansson hat er gleich 3 Filme gedreht. Wer auch sehr gut ankam, eigentlich bei den Kritikern, bei mir persönlich nicht so, ist Vicky Cristina Barcelona, der in Barcelona spielt. Und wo er wieder auf die Erzählstimme zurückgreift, die ich in diesem Fall sehr anstrengend und nervig fand. Javier Bardem, Penelope Cruz, also sehr gut besetzt natürlich auch. Ist für mich aber der schwächste von den dreien. Bei mir kam besser an, bei den Kritikern und beim Publikum nicht, kam der Film direkt nach einem Matchpoint. Das ist Scoop, der Knüller mit Hugh Jackman, der wiederum eine recht witzige Geschichte ist, in der Woody auch selber nochmal wieder mitspielt. Leute waren auch wo es um eine Krimi-Sensations-Journalismus-Enthüllungsgeschichte geht. Tja, mit Scarlett Johansson alle 3 Filme. Und vom Regisseur von Matchpoint, das wurde auch sofort zu einem Werbung. Man kennt den Namen zwar nicht, aber es ist der Regisseur von Matchpoint. Hat noch niemals jemand gehört, diesen Namen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.